Renata und Valentin Lusin geben ihren Kinderwunsch nicht auf. Sie probieren es weiter. Das Ehepaar Renata, 35, und Valentin Lusin, 36, ist vor allem durch das Format Let's Dance bekannt. Als Profitänzer bringen sie Promis das Tanzen bei und sorgen in der Show für atemberaubende Performances. Doch dieses Jahr konnte die gebürtige Russin nicht teilnehmen. Sie erlitt eine Fehlgeburt. Trotz des schweren Verlusts geben Renata und Valentin ihren großen Kinderwunsch nicht auf. Die 36-Jährige hatte 3 Fehlgeburten innerhalb eines Jahres, sie und Valentin bleiben aber optimistisch. Ich schaue positiv in die Zukunft. Wir versuchen es weiter, Valentin und ich wünschen uns das so sehr, erklärt Renata im Gespräch mit Bild. Dabei wollen sie sich aber keinen Druck machen. Das bringt ja nichts, aber natürlich versuche ich schwanger zu werden, verrät die Brünette ehrlich, und ihr Mann Valentin zeigt sich mindestens genauso zuversichtlich. Es wird irgendwann funktionieren, das weiß ich. Renatas einstiger Tanzpartner Matthias Mester, 36, betonte erst kürzlich im Promiflash-Interview, was für eine starke Frau sie sei. Renata ist eine Frau, die stärker wieder zurückkommen.